Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Neymar laboriert an einem Mittelfußbruch. Urheberrecht Getty Images. Paris Saint-Germain muss weiter auf Neymar verzichten. Der brasilianische Superstar habe zwar keine Schmerzen, sein Rückkehrzeitpunkt bleibt aber ungewiss. Das Comeback des brasilianischen Superstars Neymar beim französischen Meister Paris Saint-Germain ist offenbar weiterhin nicht abzusehen. Wie PSG-Trainer Thomas Tuchel am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Ligue-1-Spiel beim FC Toulouse Sonntag 21.00 Uhr erklärte, fühle sich der 27-Jährige nach seinem Mittelfußbruch zwar gut und habe keine Schmerzen. Allerdings sei es zu früh, um über seine Rückkehr zu sprechen. Ich werde kein Datum nennen. Angreifer Neymar, der im Sommer 2017 für die Weltrekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom spanischen Renommierclub FC Barcelona in die seine Metropole gewechselt war, hatte sich die Verletzung am 23. Januar zugezogen. Seinerzeit hatte PSG erklärt, man rechne für Anfang April mit der Rückkehr des Brasilianers.